Hallo, sehr geehrte Zuschauer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hab hier auf dieser Frequenz zwei verschiedene Sender. Wenn ich hier drehe, das ist jetzt gerade auf in der Mitte für die Feinabstimmung. Jetzt habe ich andere solche Musik jetzt. Keine Ahnung, aus welchem Land kommt das jetzt? China, Japan. Anche il direttore degli autobus in linea di massa fino a centinaia di persone che comprende la maschera bianca, quella rossa e quella nera. Actually, we took the children's work that was already done. America. We needed to be thrown away. Finden wir hier einen Sender vielleicht? Wir haben jetzt 20:38 Uhr, steht hier auf. Welche Nummer hinten? Uhrzeit ist natürlich falsch.
China international. Oiga omne. Das Nomen oi wird laut dem koreanischen Wörterbuch Koreanisch. Als etwas oder jemand von unvorstellbarer Größe beschrieben. Jedoch wird es kaum in dieser wortwörtlichen Bedeutung verwendet, sondern meistens nur in dieser Konstruktion. Es gibt mehrere Vermutungen zum Ursprung dieses Nomens, endgültige Klarheit herrscht aber bis heute nicht. An dem Nomen hängt hier noch die Subjektposition K. Omne setzt sich zusammen aus dem Verbstamm ob, des Verbs ob dafür nicht vorhanden sein und der nicht höflichen es wird empfangen auf für Aussagen. Diese Frequenz. Lauschen Sie noch einmal dem Original. Unser Ausdruck der Woche, oiga omne. Noch einmal, oiga omne. Wird mit der Bedeutung, ich bin fassungslos, das ist doch nicht zu fassen, oder auch, ich fühle mich wie vor den Kopf gestoßen, benutzt, meistens im empörten Ton. In unserer Szene wird der Ausdruck in einem Selbstgespräch vor sich hingemurmelt, wofür diese nicht höfliche Form aufreicht. Falls man seine Fassungslosigkeit seinem Gegenüber deutlich machen möchte und das Gegenüber sieht, sollte man am Ende noch das Höflichkeitssuffix yo anhängen. Das wäre dann oiga omneo. Heute wollen wir aber die Aussprache der nicht höflichen Variante aus der Szene noch einmal zusammen üben. Sprechen Sie bitte nach oiga omne. Ich wiederhole. Oiga omne. Hören Sie abschließend noch einmal in die ganze Originalszene. Omugi랑 라면살이 넣어서. 아줌마, 왜서 그렇게 자극적인 거 먹고 그러면 안 돼요. 아줌마 혹시 나 모르게 세중이한테 그런 거 먹는 거 아니죠? 무슨 소리야? 아니, 왜 진짜? 아니야. 고려니스 진짜. 다녀올게요. 어이가 없네. 자, nachlesen und hören gibt es eben auf unserer Webseite. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Hallo allerseits, herzlich willkommen bei Im Spiegel der Zeit auf KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung zur Feier des 70. Jahrestags der Unabhängigkeit